Das hier kann sehr schnell zu Schmerzen führen, wenn du eine Sache nicht beachtest, die ich dir jetzt zeigen werde. Denn ich sehe immer wieder Leute, die Push-Ups machen, noch und nöcher, aber mal ganz entfernt von der Push-Up-Technik können sie eine Sache überhaupt nicht. Und ich werde dir am Ende sagen, was das Allerwichtigste ist, wie du die Tipps, die du jetzt gleich direkt bekommst, wie du die noch am besten einbauen kannst für einen richtig guten, perfekten Push-Up, der dir keine Schmerzen bereitet. Und zwar geht es um die Latissimus-Ansteuerung. Hä? Was? Wie? Latissimus? Naja, der große Rückenmuskel. Denn der stabilisiert alle Drückbewegungen. Das siehst du vielleicht, wenn du mal jemanden, der Oberkörper frei trainiert und einen Dip, einen Bankdrücken, einen Push-Up macht, dann siehst du, wie der Rücken richtig krass rauskommt, der Latissimus. Ja, denn der stabilisiert diese Bewegung und sorgt dafür, dass du im Schultergelenk die Gegenkraft aufbaust, die du dann brauchst, um wirklich gut zu drücken. Dass deine Schulter in einer sicheren Position ist. Doch den Latissimus zu fühlen, können wirklich 97% der Menschen nicht. Wie machst du das Ganze? Erstens, du gehst in die Vierfüßerposition und schaust, dass du deine Schultern mal nach unten ziehst. So, jetzt ziehst du sie vielleicht nach unten, bist aber total entspannt und locker. Jetzt machen wir Folgendes. Du ziehst sie nach unten noch weiter, so weit weg von den Ohren, wie es geht, dass hier zwei Fäuste hinpassen. Ziehst sie richtig runter und dann sollte sich da schon ein bisschen Muskulatur bemerkbar machen. Wenn noch nicht ganz, dann gehst du mal in eine Seitneigung und bringst dein Schulterblatt mal nach hinten. Wir arbeiten jetzt nur an einer Seite. Ziehst es noch weiter runter, noch weiter nach hinten und gehst, wie gesagt, in diese Seitneigung. Und dann sollte sich hier zwischen deiner Schulter und deinem Becken irgendwie so ein Muskel fest anfühlen. Da sollte immer mehr Spannung sich konzentrieren. Wenn du hingehst, Schulter runter, rein und in die Retraktion, dann solltest du das hier merken. Jetzt versuchst du, dieses Gefühl zu intensivieren, indem du den Muskel noch weiter anspannst, noch weiter anspannst, noch weiter anspannst. Oh, und dann mal locker lässt. Und am besten mal in die gegenseitige Dehnung kommst. Okay, so, was du gerade gespürt hast oder spüren solltest, ist der Lat. Wenn du das jetzt noch weiter aufbauen willst, dieses Gefühl, damit deine Schulter in der Push-Up-Position, ich zeige es dir jetzt mal hier, hier und hier am besten stabilisiert werden kann, um dann auch vernünftig zu drücken, dass deine Schulter nicht nach vorne fällt und du alles aus der vorderen Schulter regelst, was sehr schnell zu den Schmerzen führen kann, die viele hier vorne verspüren, dann das hier auf beiden Seiten 10 Sekunden halten für so 2 bis 3 Sätze. Achtung, ganz wichtig, nicht in den Kampf gehen, okay? Wenn du merkst, oh Gott, oh, oh, das zieht, dann ist es zu spät, okay? Und du sollst keinen Krampf verspüren, sondern die Kontrolle über den Muskel in diesem Moment aufbauen und dann testest du nochmal einen Push-Up und guckst, wie sich das Ganze anfühlt. Jetzt kommen wir zur letzten Übung und zwar versuchen wir eine Technik aus dem Bodybuilding mal zu nehmen, die ja sehr bekannt dafür sind, dass sie Muskeln sehr gut rekrutieren und spüren, weil je gezielter sie eine Muskulatur spüren, je besser die Mind-Muscle-Connection ist, desto besser können sie die Muskulatur treffen und damit auch zur Ermüdung und zur Erschöpfung bringen. Und damit natürlich auch mehr Muskelwachstum stimulieren, um es mal relativ einfach zu sagen. Mehr gezielter Widerstand gegen die Muskulatur gleich mit Muskelwachstum. Du bringst ein Band etwas weiter oben an. Du kannst das mit einem Band machen, wie in dem Fall hier mit dem Resistance Band. Oder du kannst das Ganze am Kabelzugturm oder an einem Kaisertrainer, wie auch immer, machen. Ich packe Bänder dann immer gerne so, damit sie mir nicht aus der Hand flutschen. Und du versuchst jetzt nicht die Spannung isometrisch zu halten, ja, so haltende Übung, Isometrie, sondern du versuchst jetzt mal mit der Muskulatur ein bisschen mehr zu arbeiten. Dazu bringst du deinen Arm in Außenrotation, greifst das Band und bringst deinen Ellbogen hier wieder in Richtung deiner Rippen. Achtung, du willst nicht das Band jetzt nach vorne ziehen und irgendwie so eine Innenrotationsbewegung machen, sondern du hältst das Band außen, deswegen musst du dich ganz seitlich setzen zum Band. Hältst das Band aus und bringst den Arm nach vorne. Mehr Außenrotation in der Schulter. Und dann ziehst du den Ellbogen rein und bringst dich in eine Seitneigung. Dann solltest du genau das, was du eben gespürt hast, noch mehr und intensiver spüren. Handgelenk immer nach hinten, Ellbogen immer nach vorne. 1, 2, ich mache jetzt eine letzte Wiederholung. 3.
Und ich bitte dich, das mal für 10 bis 12 Wiederholungen und da auch so 3 Sätze pro Seite zu machen und dann nochmal einen Push-Up oder einen Dip in dem Fall zu testen. Das sorgt in der Regel dafür, dass deine Schulter besser stabilisiert werden kann und du weniger Schmerzen empfindest, beziehungsweise nicht in Schmerzen kommst. Das ist natürlich das ultimative Ziel. So, jetzt ist natürlich wichtig, das in deinem Training mit zu integrieren. Und dafür, und das habe ich dir am Anfang gesagt, gebe ich dir noch den Tipp, wie du das am besten integrierst. Bevor du den Push-Up machst, machst du in etwa 1 bis 2 Sätze von diesen Übungen als Voraktivierung. Und dann gehst du hin und am Ende deines Trainings ist als isolierte Muskelaufbauübung auch noch für 2 bis 3 Sätze ans Ende des Trainings zu packen. Wenn du es am Anfang machst als Voraktivierung, geh nicht ans Muskelversagen, bleib im submaximalen Bereich. Es geht nur darum, dass du dieses Gefühl für den jeweiligen Bereich aufbaust, um dann deine Zielbewegung verbessert ausführen zu können. Am Ende geht es darum, einen wirklich intensiven Trainingsreiz nochmal gezielt für diesen Bereich zu setzen. Also geh ruhig bis zu einem gewissen Muskelversagen. Und dafür ist diese Übung am besten. Mach die erste Übung zur Voraktivierung. 2 bis 3 Sätze à 10 Sekunden halten, nicht in den Kampf gehen. Und diese Übung als aufbauenden Prozess, um das Ganze zu stärken. Und jetzt wird dir wahrscheinlich auch noch im Kopf sein: Leon, aber was mache ich denn mit meinen Pull-Ups? Was ist, wenn ich da Schmerzen habe und da Probleme? Dafür habe ich auch ein Video gemacht, wo ich dir den Nummer 1 Top-Fehler zeige, den auch da wieder 4 von 5 Leuten im Fitnessstudio machen. Heißt auch, 4 von 5 Leute machen diesen Fehler beim Pull-Up. Schau dir dieses Video einmal an. Das ist jetzt hier auf der Seite verlinkt. Und ansonsten kann ich dir noch empfehlen, wenn du mehr darüber lernen willst, wie du stark beweglich schmerzfrei wirst für Calisthenics und Mobility, komm zum Calisthenics meets Mobility Workshop. Mehr Infos findest du auf affenbande.shop/Seminare. Und da zeigen wir dir alles rund um Dip, Pull-Ups, Muscle-Ups sogar noch. Und was hatte ich vergessen? Liegestütze. Wie du das lernst, wie du stärker darin wirst, wie du als Anfänger, der gar keine Pull-Ups oder Push-Ups kann, wie du davon mehr kannst und endlich einen Körper aufbaust, der verletzungsfrei in allen möglichen Richtungen stark und beweglich ist. Wie immer bleibt mir noch zu sagen, keep moving stay sexy, dein Leon. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can.